Moderne Beleuchtung. Das erste Kraftwerk der Welt. Hightech und Eliteforschung, all das hat Bayern ihm zu verdanken. König Ludwig II. Die Welt kennt ihn als Märchenkönig, doch er ist mehr. Er hat Bayern ins Technikzeitalter geführt. Noch heute profitieren Industrie und Forschung von den Visionen des Monarchen aus dem 19. Jahrhundert. München Nymphenburg, das Marstallmuseum. Hier beginnt unsere Suche nach technischen Innovationen, mit denen Ludwig II. Bayern in die Moderne geführt hat. Allerdings, auf den ersten Blick deutet in diesem Museum so gar nichts auf Hightech hin. Doch wir erfahren, im Prunkschlitten des Märchenkönigs schlummert eine technische Sensation. Das Fahrzeug verfügt über eine elektrische Beleuchtung, vermutlich die erste der Welt. Eingebaut kurz nachdem Thomas Edison die Glühbirne zum Patent angemeldet hatte. Heinrich Piening von der Bayerischen Schlösserverwaltung zeigt uns Details. Die Kabelführung ist hier durch den Schlitten verbaut. Die Batterie war im Kasten unter der Sitzbank untergebracht. Die Batterien bestanden aus mehreren Glaszellen, die in einem Kasten eingestellt wurden. Und auf der Rückseite des Fahrkastens gibt es einen Schalter für Ein- und Aus und ein Potentiometer, um die Helligkeit einstellen zu können. Die Birnen waren sehr empfindlich, sie müssen sehr hell gewesen sein. Und es gibt Beschreibungen, dass der König damit gefahren ist. Und das muss wie ein UFO ausgesehen haben. Damals eine Sensation. Ein Ölgemälde im Marstallmuseum zeigt, wie das Ganze wohl gewirkt haben muss. Ludwig gleitet durch die verschneite Landschaft des Graswangtals bei Linderhof. Im grellen Licht der elektrischen Beleuchtung. Der Monarch auf dem Schlitten mit Reitern, Dienern und Vorreiter. Der gab dem Bayerischen Rundfunk noch vor 60 Jahren ein Interview. Herr Schwegler, da seid ihr dann aber auch weit umeinander nach Linderhof und Linderhof und schon gar Neuschwanstein. Überall. Das war die schönste Zeit, mein Leben. Im Marstallmuseum erzählt man uns dann von der nächsten Sensation. Wie durch ein Wunder hat eine originale Glühbirne dieses Schlittens Revolution und zwei Kriege überlebt. Das besondere Stück befindet sich mittlerweile in Regensburg, im Haus der Bayerischen Geschichte. Ganz unscheinbar in einer Wandnische hängt sie. Ludwigs Glühbirne. Und sogar noch funktionstüchtig. Die Leihgabe eines Privatmannes. In der Vitrine gleich nebenan ein Generator aus Ludwigs Schloss Linderhof. Er liefert seinerzeit den Strom für die Beleuchtung der Venusgrotte, die der König dort hat bauen lassen. Seine ganz private Traumwelt, ausgestattet mit allem, was an Technik in dieser Zeit möglich ist. Dafür beschäftigt er die bekanntesten Forscher und Ingenieure des 19. Jahrhunderts. Es entsteht das erste fest installierte Kraftwerk der Welt. Mitten im Gebirge eine technische Meisterleistung, von der kaum einer seiner Untertanen etwas ahnt. Zu sehen ist von dem Kraftwerk heute fast nichts mehr. Denn in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind die Maschinen herausgerissen und verschrottet worden. Da hinten stand diese Dampfturbine. Über Transmissionsriemen ging das dann auf die Dynamos und dann wurden die in Bewegung gesetzt und dann haben die den Strom produziert. Und dann ging es über Isolatoren draußen, zunächst frei im Wald aufgehängt, gingen dann die Stromkabel. Das war
pro Dynamo eine Bogenlampe. Das heißt, man muss wirklich für jede Lampe einen Dynamo hier betreiben. Dann gingen diese ganzen Leitungen in die Grotte rein. Man durfte es auch nicht sehen in der Grotte. Der König wollte ja, dass das alles versteckt war. Und dann wurden halt die Bogenlampen in der Grotte betrieben mit diesen verschiedenen Farbspielen. Einige der sogenannten Dynamo-Maschinen haben die Verschrottungsaktion überlebt. Wir finden sie im historischen Depot von Siemens in München. In den Regalen hier schlummern mehr als 15.000 Gegenstände aus der fast 175-jährigen Firmengeschichte. Unter anderem ein Generator der Firma Schuckert aus Nürnberg. Und eine Kohlebogenlampe von Siemens. Zu Beginn der Industrialisierung Bayerns echte Innovationen. Ludwig II. Setzt auf die modernste Technik in seinem Königreich und fördert damit auch hier ansässige Unternehmen. Es hat sich ausgewirkt auf alle Firmen, die im elektrotechnischen Bereich tätig waren. Nicht nur auf Siemens, sondern auch auf die anderen Firmen. Ludwig war mit dieser Beleuchtung seiner Grotte im Endeffekt eine Art Vorreiter. Dieses Beispiel zeigt ja auch, was möglich ist, wenn ein interessierter Kunde mit einem Anbieter von technologischen Lösungen, wenn die zusammenarbeiten. Und es war im Endeffekt eine Demonstration dessen, was technisch machbar ist. Nur wenige Jahre später ist es wiederum Ludwig, der diese Technologie für die Allgemeinheit einsetzt. Er will das Münchner Nationaltheater elektrifizieren. Nicht mit Kohlebogenlampen, sondern mit den wesentlich leiseren Glühbirnen, wie auf dem Programmzettel der Premiere im Jahre 1885 stolz vermerkt ist. Das erste elektrisch beleuchtete Theater in Deutschland. Ludwig stößt damit eine technologische Revolution an. Denn ähnlich wie heute steht die Welt damals vor einem Umbruch. Auch heute leben wir in einer Zeit des technologischen Wandels. Es ist jetzt weniger die Elektrifizierung, vielmehr die Digitalisierung und Vernetzung. Wir befinden uns jetzt eigentlich mitten in diesem technologischen Wandel. Wir sind im Münchner Technologiezentrum bei der Firma VR Dynamics, die am Computer Ludwigs Ideen und Visionen als virtuelle Realität nachbaut. VR-Experte Jürgen Dudowitz und der renommierte Robotikwissenschaftler Gerd Hirtzinger erwecken so die Innovationen von Ludwig II. Zum Leben. Mit modernster Computertechnologie und VR-Brillen kann der Nutzer eintauchen in Ludwigs Technikwelt. Hier das Maschinenhaus in Linderhof. Alles dreidimensional. 3D- und VR-Brille, das wäre mit Sicherheit seine Welt gewesen. Da hätte er noch ganz anders untertauchen können in Visionen. Er wollte ja, dass bei den Theatern, die aufgeführt wurden und oft auch auf seine Ideen hin entstanden, dass die zunächst einmal ihm in 3D gezeigt wurden, also aufgebaut wurden auf einer Bühne. Er hat sich ungern mit 2D-Bildern zufrieden gegeben. Also für mich ist er auch einer der ersten 3D-Vordenker. Heute würde sich der König wohl all seine Visionen vor der Umsetzung erst einmal dreidimensional animieren lassen. Zum Beispiel die vom Flug über den Alpsee nach Hohenschwangau, den er zwar geplant hat, der aber technisch damals noch nicht umsetzbar war. Also das Spannende ist, dass wir diesen Welten ja nicht nur, dass wir die nicht nur als dreidimensionale Welten umsetzen, sondern dass wir denen auch Leben quasi jetzt einhauchen und das Ganze natürlich dann auch für VR-Brillen. Und das ist ganz spannend, dass wir mit VR-Brillen in diesen Ludwig-Welten Lust wandeln können. Also wir können uns frei bewegen, wir können in seinen Fantasien uns frei bewegen und können uns das wirklich alles anschauen, was man ja jetzt teilweise ja nicht mehr kann. So wie es auch den Wintergarten auf der Münchner Residenz nicht mehr gibt. Damals eine bautechnische Meisterleistung. Wir treffen Jean-Louis Schlimm. Der gebürtige Luxemburger und Wahlmünchner hat mehrere Bücher über Ludwig II. Verfasst und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Märchenkönig und dessen innovativen Ideen.
Er erzählt uns, dass dieser ausgefallene Wintergarten von der heutigen MAN erbaut wurde. Für die Ingenieure der damaligen Zeit eine immense Herausforderung. Wir stehen so ungefähr hier an dieser Stelle. Der ehemalige Hofgarten der Residenz von König Maximilian II., dem Vater Ludwigs II., der befand sich hier. Aber Ludwig II. Wollte einen eigenen Garten. Der Vater hatte noch einen mit Stützen innen drin, die das Dach gestützt haben. Ludwig wollte eine große, freie Halle haben, ohne Stützen. Und deshalb hat er hinten auf der Seite vom Hofgarten seinen Wintergarten bauen lassen. Der ging eben vom Eckpavillon bis zum Hauptpavillon, zum Thronsaal in der Mitte, über 80 Meter lang, 17 Meter breit und fast 20 Meter hoch. Ludwig schafft sich hier einen persönlichen Rückzugsort. Das Besondere ist die freitragende Konstruktion aus Glas und Eisen. Eine Bauweise, die sich bis heute für große Hallen bewährt hat. Und die zudem leicht auf- und abzubauen ist. Nach dem Tod des Königs sollte der Garten dann erst abgebaut werden, um im englischen Garten weiter zu bestehen. Man hat aber davon abgesehen und hat die Firma MAN sich entschlossen, den Wintergarten wieder zurückzukaufen. Praktisch ein sehr frühes Recycling, wenn man so will. Und hat ihn dann in seinem Werksgelände wieder aufgebaut und bis zum Krieg genutzt als Lehrlingshalle und Ausstellungshalle. Die Firma MAN ist im 19. Jahrhundert vor allem für eines bekannt: Produkte für die boomende Eisenbahn. Und die wird von Ludwig stark gefördert. Denn ihm ist wichtig, dass sein Königreich nicht vom technologischen Fortschritt abgehängt wird. Wir besuchen das DB-Museum in Nürnberg. Die Prunkstücke der Sammlung, die Salonwagen König Ludwigs II., die wir ausnahmsweise innen drehen dürfen. Auch hier ist die Verbindung von herrschaftlichem Ambiente und modernster Technik deutlich zu erkennen. Was man bei ihm sagen kann, weshalb er wirklich die Eisenbahn auch befördert hat, war zum Beispiel sein großes Interesse an Ausstellungen. Er hat sehr, sehr stark das Ausstellen in Bayern gefördert, zum Beispiel hier mit der großen Landesausstellung 1882. Und da waren natürlich auch die Eisenbahnen präsent und konnten ihre neuesten Techniken zeigen. Und wir als Museum profitieren davon heute immer noch. Wir wurden nämlich im Nachgang an diese große Landesausstellung von 1882 gegründet. Auf Initiative des Königs finden damals gleich zwei große Ausstellungen in Bayern statt, die er mit Begeisterung auch selbst besucht. Die Landesausstellung in Nürnberg und die Elektrizitätsausstellung in München. Ann-Kathrin Bäumler leitet das Archiv der Technischen Universität München und zeigt uns einige Schätze aus dieser Zeit. Gleich mehrere Professoren der damaligen Polytechnischen Hochschule sind an den sehr gut besuchten Ausstellungen beteiligt. Die Bevölkerung kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die große Attraktion dieser Ausstellung war ein künstlicher Wasserfall, der durch eine erste Gleichstromfernübertragung von Miesbach nach München von einer Pumpe angetrieben wurde. Also das war wirklich eine ganz große Sensation. Die Stromübertragung über eine so weite Strecke soll zeigen, was mit Elektrizität alles möglich ist. Ludwig will auf diese Weise die Bevölkerung für diese neue Technologie begeistern. Bayern, damals noch überwiegend ein Agrarstaat, soll beim Fortschritt ganz vorne mitspielen. Deshalb gründet er die heutige Technische Universität München und kümmert sich persönlich um die hochkarätige Besetzung der Lehrstühle. Auch die Ernennung des ersten Direktors, Karl Maximilian von Bauernfeind, übernimmt er selbst. Das ist der Zierdegen, der eben zur Uniform der Professoren der Polytechnischen Schule gehörte. Und Karl Maximilian Bauernfeind, der erste Direktor der Polytechnischen Schule, war eben sehr bestrebt, dass die Polytechnische Schule den gleichen Status wie die Universitäten erhält und dass die Professoren zum Beispiel auch eine Uniform erhalten, die an der Polytechnischen Schule blau war und an der LMU war sie rot. Und dazu gehörte eben dieser Zierdegen und es gehörte auch dazu, dass der Direktor eine Amtskette erhielt.
Auch andere große Forscher der damaligen Zeit werden von Ludwig II. An die Technische Universität berufen, wie Karl von Linde, der Erfinder der künstlichen Kühltechnik und Gründer des gleichnamigen Weltunternehmens. Noch heute profitieren viele Branchen von Lindes Erfindung, etwa das Brauwesen. Wir besuchen Schloss Kaltenberg und treffen hier einen Verwandten Ludwigs II., Prinz Luitpold von Bayern. Der Wittelsbacher leitet die König-Ludwig-Brauerei und zeigt uns dort eine Kältemaschine nach dem Linde-Prinzip, die noch annähernd im Originalzustand erhalten ist. Für den bayerischen Prinzen ist es kein Zufall, dass Ludwig Forscher und Erfinder angeworben hat. Er hat erkannt, was man mit Technik machen kann, wo es zu einem angenehmeren Leben oder zur Umsetzung von Zielen dienen kann. Und da hat er ein extrem gutes Gespür gehabt, was könnte man vielleicht machen, und hat dann die besten Techniker des Landes, die besten Forscher auf Ziele angesetzt. Ich will das haben, realisiert es mir. Und das ist etwas, was für die technische Entwicklung ganz entscheidend ist. Es hilft gar nichts, wenn Sie Wissenschaft haben und es ist niemand da, der sie so weit bringt, dass sie tatsächlich eingesetzt wird. Also den Mäzen zu haben, der sagt, ich will, dass ihr mir etwas macht, technisch muss das gehen und jetzt zeigt es mir. Das hat wahnsinnig viel weitergebracht. Aber man hat es dann auch gesehen, dass er eben das nicht nur für seine eigenen Wünsche gemacht hat, sondern dass er eben auch insbesondere das kleine und das mittelständische Handwerk finanziert hat. Wie in Neuschwanstein. Beim Bau des Schlosses werden vor allem regionale Handwerker eingesetzt. Die Gegend, damals nicht gerade wohlhabend, profitiert von dem Boom, den der Schlossbau auslöst. Und Ludwig kümmert sich nicht nur um die technischen Details. Er ist sich auch der sozialen Verantwortung bewusst. Die Menschen, die unter schwierigen Bedingungen in großer Höhe am Schloss arbeiten, sollen finanziell abgesichert sein. Unter Ludwig wird 1870 der Krankenunterstützungsverein Schwangau gegründet, der nach Unfall oder Erkrankung den Arbeitern und ihren Familien hilft. Für den Landstrich Dor, was jetzt ja einfaches Volk war, einfaches Dorf war, so eine Baustelle mit so einer Idee, also ich wüsste nicht, mit was ich das heute innovationstechnisch vergleichen sollte. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viel Leid das da gelindert worden ist, gell? Durch das Krankengeldauszahlung. Heutzutage hätte man für sowas wahrscheinlich keine Ahnung, was für Auszeichnungen kriegen. Für so eine Innovationsmaßnahme, innovative Idee. Und damals ist es wahrscheinlich im Alltag einfach mitgelaufen. Aber trotz alledem muss man sich mal vielleicht vor Augen führen, wie viel später Bismarck erst so weit war. Den Krankenunterstützungsverein Schwangau gibt es bis heute. Auch für die Ausstattung der Feuerwehr sorgt der König persönlich. Im Schwangauer Feuerwehrmuseum zeigt man uns ein Kassenbuch, das bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht. Ja, seine Majestät hat dann 240 Mark gespendet. Es war schon besser ausgestattet, wie weiter draußen am Land, wo man ja nur Löscheimer hatte oder vielleicht so eine kleine Handdruckspritze. Und wir haben ja immerhin schon pferdegezogene Spritzen gehabt. Und mit Ansaugen und mit Behälterfüllen Möglichkeit zum Umschalten. Es gab ja auch einfachere, konnte man nicht ansaugen, musste man nur mit dem Kübel in den Behälter das Wasser hinein und von da aus konnte man pumpen. Also ich denke, ich bin zu jung, aber ich denke, es war schon einigermaßen gut ausgestattet. Schließlich war die Schwangauer Feuerwehr auch für Ludwigs neues Schloss Neuschwanstein zuständig. Mittelalterliches Ambiente und hochmoderne Technik sind in diesem Schloss vereint, wie sonst in kaum einem Bauwerk des Märchenkönigs. Wir treffen Schlossführer Stefan Krebentitsche. Er zeigt uns seine persönlichen Technik-Highlights.
Über diese Warmluftzentralheizung konnten ja alle Räume einzeln beheizt werden und über diese Schieber konnte das geregelt werden. So wurde es geöffnet und so wurde es dann wieder zugemacht. Stefan Krebentitscher führt uns an eine Stelle, an die Besucher normalerweise nicht hinkommen. So, hier befinden wir uns jetzt quasi im Herzen einer der Heizungsanlagen. Hier haben wir den Ofen, der ist befeuert worden von der Küche drüben. Der heiße Rauch ist dann hier weitergeleitet worden in diesen sogenannten Fuchs und dann in die Rauchrohre, die sich hier 4, 5, 6, 7, 8 Mal durch den Raum schlängeln. Man muss sich vorstellen, diese Rohre haben damals geglüht, die Luft in diesem Raum aufgeheizt und über diese Schächte wurde die warme Luft dann in die entsprechenden Räume im Schloss geleitet. Hier oben sehen wir noch diese Halbschalenzylinder, die mir ja mit Wasser befüllt waren, um die Heizluft zu befeuchten, dass die nicht zu trocken oben beim König angekommen ist. Eine Warmluftheizung, energiesparend und effizient. Solche Heizsysteme werden heutzutage noch immer eingesetzt, etwa in modernen Niedrigenergiehäusern. Auch in der Küche von Neuschwanstein lässt Ludwig allerlei Finessen einbauen. Die Küche, die war fürs 19. Jahrhundert auch schon sehr modern ausgestattet. Man sieht jetzt hier zum Beispiel die Leitungen von Warm- und Kaltwasser. Und wenn Sie sich mal diesen Herd anschauen, der hat keinen sichtbaren Rauchabzug. Der heiße Rauch, der wurde hier unterirdisch zurückgeleitet in dieses Regal, in diesen Kamin, der zum Dach hochführt. Und somit hat dieser heiße Kamin das Essen warm gehalten, das Geschirr aufgewärmt. Daneben ein vollautomatischer Drehspieß. Der funktionierte folgendermaßen. Die aufsteigende Hitze aus der Esse hat oben hier in diesem Rohr ein Turbinenrad gedreht. Dieses wiederum über eine Übersetzung den Spieß. Somit musste hier keiner von Hand kurbeln. Und ja, Hightech des 19. Jahrhunderts. Es wurde auch kein Kilowatt Strom verbraucht. Selbst in den Privatgemächern versteckt sich hinter der romantischen Ausstattung eine für damals revolutionäre Technologie. Elektronische Bauelemente. Wir befinden uns jetzt hier im Wartezimmer des Kammerdieners. Das Besondere in diesem Raum, das ist die elektrische Klingelanlage. Man konnte sich im Schloss über optische und akustische Signale verständigen. Die funktionierte so, jetzt war zum Beispiel der König hinten im Wohnzimmer und hat den Kammerdiener benötigt. Dann hat er dort nur einen Seilzug betätigt. Dann ist oben, hat dann diese Klingel geläutet und ein Relais steuerte dieses Zimmertableau. Dann fiel die Fallklappe mit der Aufschrift Wohnzimmer runter. Und so wusste dann der Kammerdiener genau, wo er hinzugehen hatte. Das ist dann hier noch die Nasszellenbatterie, die das Ganze betrieben hat. Und wenn Sie mal ein bisschen genauer schauen, dieser silberne Knopf hat das dann quittiert, wenn man den gedrückt hat. Und so ging dann die Klappe Wohnzimmer wieder nach oben. Eine elektrische Rufanlage. Im Prinzip genauso, wie sie noch heute in Krankenhäusern eingesetzt wird. Ein Name ist damit untrennbar verbunden. Alois Zettler. Möglich wurden solche Anlagen erst durch elektrische Relais, also spezielle elektromagnetische Schalter zur Fernbetätigung. Alois Zettler ist an deren Entwicklung maßgeblich beteiligt. Er gründet in München eine elektrotechnische Firma mit eigenem Labor und eigener Fertigung. Noch heute profitiert die Firma Zettler von diesen Erfindungen. Alois selber war ja wirklich so ein Erfinder, Bastler, hat viele Patente angemeldet. Und wir sind auch heute noch dabei, also speziell im Relaisbereich, also immer wieder neue Sachen für auch wirklich ganz moderne
Sachen wie erneuerbare Energien, Ladesäulen und so weiter, neue Relais zu entwickeln, die speziell dafür eben geeignet sind. In der Tradition und trotzdem modern. Ludwig II. Setzt den Münchner Tüftler noch auf einem ganz anderen Gebiet ein. Er macht ihn zum königlichen Hofilluminator. Alois Zettler soll das Schloss Herrenchiemsee beleuchten. Mit einer Dampfmaschine wurde da auch elektrischer Strom erzeugt. Und da wurden diese speziellen Lichter und die Lampen wurden gespeist von diesem Generator, auch der mit der Dampfmaschine verbunden war. Und da gab es ein Spektakel, ein Lichtspektakel, das sich der Ludwig uraufführen hat lassen, alleine als Separatvorstellung. Die elektrische Beleuchtung eines kompletten Schlosses. Ein sichtbares Zeichen für die Technikbegeisterung König Ludwigs II. Eine für die Bevölkerung wichtige Innovation liegt im Verborgenen. Wir gehen mit Bernhard Böhm in den Untergrund. Der Betriebsleiter der Münchner Stadtentwässerung führt uns in ein Teilstück der Münchner Kanalisation, das zu Zeiten Ludwigs gebaut wurde. Die Hygiene in Bayern liegt dem Herrscher besonders am Herzen. Immer wieder wüten zu dieser Zeit Cholera-Epidemien, die tausende Opfer fordern. Unter anderem auch Ludwigs geliebte Großmutter Therese. Sie verstirbt an der Seuche 1854, als Ludwig 9 Jahre alt ist. Bevor es die Kanalisation gegeben hat, wurden die Fäkalien zum Teil in Sickergruben gesammelt. Und wenn die übergelaufen sind, dann sind die entsprechenden Keime, die im Abwasser enthalten sind, direkt ins Grundwasser gelangt und über die Brunnen eben auch wieder ins Trinkwasser der Bevölkerung. Und das war ja eine der Ursachen für diese Krankheiten. Und mit dem Ausbau der Kanalisation sind die epidemischen Krankheiten Typhus und Cholera in München praktisch komplett besiegt worden. Schon als junger König erkennt Ludwig II. Dieses Problem und beauftragt den Hygieneexperten Max von Pettenkofer mit der Konzeption einer Kanalisation. Und dann hat der Ludwig eben eine Kommission beauftragt, eingesetzt, der auch der Max Pettenkofer angehört hat. Und diese Kommission hat letztlich empfohlen, einen Gesamtentwässerungsplan für die Landeshauptstadt München, also einen Kanalplan, ausarbeiten zu lassen für eine gesamte Kanalisation des damals bebauten Stadtgebiets. Die Trassen sind dann irgendwann modernisiert worden, aber werden heute noch genutzt. Die Kanalisation, aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, wie viele andere technische Neuerungen. Auch wenn man weltweit vor allem die Königsschlösser kennt, was Ludwig II. An Technik eingeführt hat, prägt Bayern nach wie vor. Einige Unternehmen, die er damals gefördert hat, gehören heute zu den Tragsäulen der bayerischen Wirtschaft. Dieses Unternehmertum, das in Familien angesiedelt ist, in Handwerk, die aus den Handwerksfamilien kommen, die aus Innovatoren kommen, die dann gestützt werden, das ist etwas, was wir uns in unserem Land Gott sei Dank beibehalten haben. Und was ja auch dazu geführt hat, dass wir in der heutigen Zeit hunderte von weltmarktführenden Spezialunternehmen haben. So war Ludwig II. Mehr als nur ein Träumer oder Märchenkönig. Er war Wegbereiter des modernen Bayern.